Sprenger, zu dem muss man nicht mehr viel sagen, sondern ihn einfach nur touren sehen im Parcours. Los geht's. Ich weiß. Wir müssen ja auch die abholen, die das erste Mal dabei sind hier bei Ninja Warrior Germany. Max war immer dabei. Staffel 1, 2, 3, 4, Team Ninja Warrior. Vor allem war er immer im Finale. Ja. Und er war immer, und das ist und bleibt sein großes Problem, auch wenn er dran gearbeitet hat, er war immer sehr nervös. Wow. Er war aber auch immer sehr schnell. Oh. Ja, und nochmal, der Power Tower, die beiden Besten der Vorrunde, sehen sich am Ende dieser Show an ihm. Um 5.000 €, um den direkten Einzug ins Finale. Und Max ist ein Kandidat, der das packen kann. Bestzeit weiterhin 2:12. Er ist jetzt hier schon am Ende des Tunnels, beim Tunnelsprung 2.0. Und jetzt geht's aufs Trampolin. Ja, knickt da so ein bisschen weg, aber das kann so einer wie er retten. So, da verliert er jetzt ein bisschen Zeit, aber das ist alles noch machbar. Jetzt bin ich gespannt, jetzt kommt die Himmelsleiter. Tausende von Malen hat er die trainiert. Oh, da links aufpassen. Sehr gut. Komm, sendet. Wow. Haben wir heute auch schon mal gesehen. Komm noch mal. Die 2:12 kriegt er auch nicht. Nee, das ist eine Fabelzeit. Und jetzt anhand von Max können wir das auch mal so als Referenz einordnen, dass jemand wie Lukas Kilian, unser Klucky Luke, mit 2:12 da eine richtige Duftmarke hinterlassen hat. So, jetzt wird's eng hier, du. Jetzt wird's schon heftig. Aber der hat Griffkraft, der packt noch wie einem Schraubstock zu. Ja, aber auch ein Max Sprenger muss kämpfen. Oh, da muss er zupacken. Komm. Boah, das ist auch schon auf der letzten Rille. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's nicht. Was war das? Da ist ihm der richtige Griff verloren gegangen am Einraster. Und das konnte er dann auch durch die Stellung der Raster übrigens, ja? Konnte er das nicht mehr hinbekommen, konnte er nicht mehr korrigieren.